Keiner steht als öffentliches Bild symbolisch so sehr für die Revolte von 1968 wie Rudi Dutschke. Außer Dutschke repräsentiert kaum einer so sehr die Diskussionen, die innerhalb des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, des SDS, geführt wurden. Aber Rudi Dutschke war keineswegs allein. Als Theoretiker und Aktivist mindestens genauso wichtig war Hans-Jürgen Krahl, auch wenn dieser heute weniger bekannt ist. Als der SDS in seine antiautoritäre Phase überging, waren Krahl und Dutschke prägend, auch wenn sie aus unterschiedlichen Richtungen kamen. Carsten Prien vom Projekt Krahl-Studien über die Rolle von Dutschke und Krahl innerhalb des SDS. Das waren im Grunde die beiden Hauptströmungen, die durch Krahl und Dutschke repräsentiert wurden, der antiautoritären Richtung. Also bevor der SDS die antiautoritäre Linie einschlug, die dann eben letztendlich ihm den politischen Erfolg brachte, musste er sich natürlich innerverbandlich erstmal durchsetzen. Und das passierte über Dutschke. Es gibt eben halt die Geschichte von dem Oberreifenberg-Seminar 66, wo er antreten musste gegen halt traditionelle Linkssozialisten, könnte man sagen, die grundsätzlich sich unterschieden in der geschichtlichen Lage, in der Beurteilung der geschichtlichen Lage von Dutschke, dass nämlich es so ist, nach Dutschke, dass die Apathie der Massen, die Integration der Arbeiterbewegung ein historisches Produkt darstellt, aber sozusagen nicht eine folgerichtige historische Entwicklung, ein historisches Entwicklungsresultat. Und Dutschke griff dann auf eine Offensivtheorie aus den 20er Jahren zurück, also an den Punkt der Geschichte, wo sie viel gegangen ist, wo das Kräftegleichgewicht zwischen Revolutionären und Opportunisten in der Arbeiterbewegung zu einer Blockade geführt hatte, das durch Offensivaktionen durchbrochen werden müsste. Und an dieses Konzept angelehnt entwickelte dann eben Dutschke seine Strategie von Aufklärung und Aktion, die dann eben die Verbandspolitik die nächsten Monate bestimmt hat. Krahl kam aus einer anderen Richtung, aber zu ähnlichen Schlüssen, nämlich vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, mit der Frankfurter Schule, drang er eben gegen seinen Lehrer Adorno auf die bestimmte Negation, also die negative Dialektik Adornos, die letztendlich den historischen Stillstand als unaufhebbar hypostasierte, also unentrinnbar, der stellte Krahl die bestimmte Negation entgegen und forderte sie ein und kam deswegen auch dazu nachzudenken, wie sozusagen die Integration durchbrochen werden könnte, die jetzt die Apathie der Arbeiterklasse erst möglich gemacht hatte. Und auf dem 22. Delegiertentreffen des SDS dann 1967 fanden die beiden, Dutschke und Krahl, eben zusammen und entwarfen letztendlich mit dem Organisationsreferat das Programm für die Hochphase dann der antiautoritären Revolte. Hans-Jürgen Krahl wird 1943 in Sarstedt in Niedersachsen geboren. Er wächst in reaktionär geprägten Verhältnissen auf. In seiner Jugend ist er selbst sogar zunächst in rechten Kreisen organisiert. In kirchlichen Kreisen erfährt er zum ersten Mal vom Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Weil er sein eigenes Umfeld an diesen Maßstäben misst, gerät er in Konflikt mit ihm. Er beginnt, seine eigene Klasse zu verraten, wird 1964 Mitglied des SDS und zieht nach Frankfurt am Main. Er beteiligt sich an der Kampagne gegen die Notstandsgesetze und hält im Mai 1968 eine Rede auf dem Frankfurter Römerberg, wo er zum politischen Generalstreik aufruft. Eine der wenigen Originalaufnahmen von Krahl ist diese Römerberg-Rede. Die Herrschenden wollen der Bevölkerung mit allen Mitteln einreden, unsere Aktionen seien Terror. Um dies zu beweisen, schrecken sie auch vor offenen Lügen nicht zurück. Wir aber erwidern ihnen, Gewalt, das ist die Volksverhetzung der Bildzeitung. Gewalt, das ist die Vorbereitung der Notstandsdiktatur. Und dagegen nehmen wir das Recht des Geschlagenen in Anspruch, das elementare Recht auf Notwehr und Widerstand. Regierung und Bundestag versuchen uns einzureden,
Die Notstandsgesetze träfen nur Vorsorge für die Demokratie in Notzeiten. In der Tat, die Notstandsgesetze treffen Vorsorge. Aber Vorsorge für einen neuen Faschismus. Vorsorge für Zwangs- und Dienstverpflichtung, für Schutzhaft und Arbeitslager. Die Notstandsgesetze, sagt man uns, ergänzen das Grundgesetz. In Wirklichkeit sind sie das Grundgesetz einer zur Zwangskaserne abgeriegelten Gesellschaft. Im September 1968 protestieren Krahl und andere gegen die Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Der Preis soll an Leopold Senghor verliehen werden, den Präsidenten des Senegal. Im Mai 1968 war es in Senegal zu einem Generalstreik gekommen, der brutal von Polizei und Militär niedergeschlagen wurde. Genau dagegen zu protestieren, war für Krahl und seine Verbündeten Teil internationaler Solidarität. Aufgrund dieser Störaktion muss sich Krahl wegen Aufruhr und Landesfriedensbruch vor Gericht verantworten. In diesem Gerichtsverfahren trägt Krahl eine Rede vor, die später unter dem Titel »Angaben zur Person« veröffentlicht wird. Darin reflektiert er nicht nur seine eigene politische Sozialisation, sondern er bekennt sich, mit Bezug auf Bloch und Marcuse, zu seinem widerständigen Verhalten. Die entscheidende Erfahrung, die im SDS gemacht worden ist, ist die, dass die gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Menschen heute so durch Herrschaft zersetzt sind, dass ein Verkehr, in dem die Menschen sich nicht gegenseitig wie Dinge behandeln, sondern die einzelnen Subjekte sich in ihrer Objektivität als besondere Subjekte anerkennen, geradezu unmöglich geworden ist. Und das, was im Prozess der Auseinandersetzungen in der außerparlamentarischen Opposition, in den Kerngruppen des SDS, in den Basisgruppen von jungen Lehrlingen, von der bürgerlichen Presse immer wieder als selbstzerstörerisch interpretiert wurde, nämlich unsere unendlichen Diskussionen und auch jene Aggressionen, die in unseren eigenen Reihen immer wieder auftreten, ist Ausdruck einer organisationspraktischen Bildungsgeschichte, die es in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte Deutschlands seit dem Faschismus nicht gegeben hat, dass es nämlich hier eine Gruppe gibt, die durch alle Irrationalitäten hindurch, denn sicherlich sind wir selbst noch mit den Malen kapitalistischer Herrschaft geschlagen, gegen die wir kämpfen, um herrschaftsfreie Beziehungen, um einen Abbau an Herrschaft und Aggression kämpft. Dass dies die einzige Gruppe ist, die versucht, rational darüber zu diskutieren, dass Gewaltlosigkeit in dieser Gesellschaft schon immer Ideologie war. Dass unter dem Deckmantel der Gewaltlosigkeit Gewalt angewandt wird von der herrschenden Klasse. Dass wir diskutieren, was die herrschende Klasse ihrem Gewaltbegriff gegenüber nicht diskutieren kann. Nämlich unter welchen gesellschaftlichen Unterdrückungssituationen Gewalt historisch legitim ist. Die Legalität bürgerlicher Gerichte kann sich nicht mehr legitim begründen. In Frankfurt studiert Hans-Jürgen Krahl bei Theodor W. Adorno. Gegenüber Günter Krass bezeichnet Adorno Hans-Jürgen Krahl einmal als seinen begabtesten Schüler. Im Sinne Adornos verbindet Krahl marxistische Studien mit einer Auseinandersetzung mit der klassischen deutschen Philosophie. Im Zuge der antiautoritären Revolte kommt es allerdings auch zum Konflikt. Krahl formuliert eine Kritik an Adorno. Das ist schon also ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zunächst gewesen. Und man könnte halt sagen, dass Krahl sich halt gegen Adorno gewandt hat mit dem Impetus, auch der vor allen Dingen der frühen kritischen Theorie. Also er hat ja nach Adornos Tod einen Artikel veröffentlicht, in dem er genau dieses Verhältnis reflektiert, und Krahl beurteilt sozusagen die Beschränkung der kritischen Theorie, die er überschritten hat, in dem Faschismustrauma, an dem Adorno zeitlebens gelitten hätte und an das er gebunden geblieben wäre. In der Form, dass eben es einfach die Angst gab, eine faschistische Reaktion hervorzurufen durch revolutionäre oder auch nur radikaldemokratische Aktionen der Studenten. Und diese Furcht, die hat sich aber auch auf die Theorie ausgewirkt, eben in Form dieser unbestimmten oder reinen Negativität. Wenn Adorno etwa das ganz andere hypostasiert, schlägt das natürlich im nächsten Moment in Affirmation des Bestehenden um, mit dem die Kritik nichts verbindet, mit dem sie aber auch keine Angriffspunkte mehr teilt. Und wenn man zwischen allen Stühlen sitzt, dann kann das auch ganz bequem sein, weil es eben halt dann auch keine Auseinandersetzung mehr geben muss, man sozusagen entrückt ist. Und das hat ja dazu auch beigetragen, dass viele davon gesprochen haben, die kritische Theorie wäre die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik gewesen. Also dieses Renommee, was die späte kritische Theorie, muss man sagen, in der Bundesrepublik genießt, ist auf
ihren entpolitisierenden Effekt doch wohl eher zurückzuführen. Und das hat eben halt Kral durchschaut, allerdings nicht ohne das Versprechen, was in ihr angelegt war, zu bewahren. Und dieses Versprechen war halt, das Individuum gegen seine Zurichtung einer total verwalteten Welt zu bewahren. Nur war sich Kral dessen bewusst, dass das nicht passieren könnte in einfacher Negation, in innerlicher Immigration, sondern dass es dazu kollektiven Handels bedarf. Nichtsdestotrotz bleibt die kritische Theorie Adornos immer auch ein Ausgangspunkt im Denken Hans-Jürgen Krahls. Auch die Erfahrung des Nationalsozialismus und den Verlust bürgerlicher Subjektivität, beides maßgeblich für das Denken Adornos, bügelt Krahl nicht einfach ab. Dreh- und Angelpunkt des Krahlschen Denkens bleibt dabei eine Reflexion der Klassengesellschaft. Die antiautoritäre Revolte war darin an eine Grenze gestoßen. Die Aktualisierung des linken Radikalismus der Weimarer Republik scheiterte an einer fehlenden Verankerung in den Fabriken. Für den SDS wird es zentral, die Rolle der Studierenden innerhalb der Klassengesellschaft zu reflektieren. Für Krahl bedeutet dies die Reflexion des Verhältnisses zwischen wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein. Er hat erstmal reflektiert auf den Prozess der Verwissenschaftlichung der Produktion. Das heißt, also wissenschaftliche Intelligenz wird integraler Bestandteil des Gesamtarbeiters nach einem Begriff von Marx. Und als solcher bildet er eben auch einen Moment von Bildung, von Bewusstheit, die nicht von außen in den Produktionsprozess hineingetragen werden muss, wie in leninistischen Modellen, sondern eben genuin im Gesamtarbeiter angelegt ist. Allerdings darf man das jetzt auch nicht missverstehen, wie es auch missverstanden wurde, wenn Krahl davon sprach, dass die wissenschaftliche Intelligenz zum kollektiven Theoretiker werden müsse. Dass es da nur um die Vermittlung von fertiger Theorie an die anderen Teile, die Handarbeitsteile des Gesamtarbeiters ginge, sondern es geht vor allen Dingen darum, die eigene Proletarisierung zu reflektieren und die eigene Formbestimmtheit der Theorie durch den Entfremdungszusammenhang. Also anstatt die Überheblichkeit der Intellektuellen gegenüber der Arbeiterklasse zu perpetuieren in falscher Bescheidenheit, die dann später in der Autonomiebewegung durchschlug, die dann sich sozusagen meinen, zurückhalten zu müssen, damit dann auch autonome Erfahrungen gemacht werden könnten, verstand Krahl das als zwei Seiten, die sich wechselseitig aufzuheben hätten. Also durch eine Proletarisierung, sprich Organisierung der Intelligenz und eine Intellektualisierung des Proletariats. Das ist ohnehin die Grundfigur eigentlich des Krahlschen Denkens, dass es immer den Zusammenhang der Widerspruchsseiten aufzuheben gilt und nicht die Vereinseitigung der Widersprüche, sondern eben ein neues Verhältnis an die Stelle dessen zu setzen, wer was sich im Gegensatz oder im reflexiven Verhältnis aufeinander bestimmt. Im Februar 1970, während der Auflösungsphase des SDS, ist Hans-Jürgen Krahl im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Zuletzt hatte Krahl an Vorschlägen zur Organisationsdebatte gearbeitet, jenseits der dogmatischen Karg-Gruppen und der Sponti-Bewegung. Teile seiner Vorstellung von Organisierung sind in den Debatten des Sozialistischen Büros aufgenommen worden, das nach der Auflösung des SDS gegründet wurde. Wichtige Texte von Hans-Jürgen Krahl wurden nach seinem Tod in einem Sammelband mit dem Titel »Konstitution und Klassenkampf« veröffentlicht. Hans-Jürgen Krahl gehörte zu den reflektiertesten Theoretikern der antiautoritären Revolte.